herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality mit dem Herrn Stromberger. Ja, Tag. Guten Morgen. Morgen. So. Das Vögelgezwitscher stehen hier. Ja, so. Kommen Sie mal mit. Ja, ich komme mal mit. Also es wäre dieses Feld hier vorne. Okay. Wird noch zur Zeit dem Herrn Ziegler. Okay. Und wäre, wie man sieht, erntereif. Ansonsten gäbe es noch das Feld, kommen Sie mal mit. Ja. Können wir ein bisschen schneller? Okay, gut. Wir müssen noch ein bisschen Frühsport machen, wissen Sie? Nee, das sieht aber nicht mehr so gut aus. Ja, stimmt. Gibt's noch was hier in der Nähe? Das haben wir hier. Dies ist noch nicht erntereif. Okay. Ich lauf mal ein bisschen. Aber es sieht alles nicht so gut aus hier. Das einzige Feld ist wahrscheinlich der Sonnenblumenfeld dort vorne. Ich weiß nicht, ob der Landhandel mit Sonnenblumen so viel machen kann. Okay. An die Bäcker verkaufen für Sonnenblumenkernbrötchen. Okay. Was hätten Sie sonst noch, was bald erntereif wird? Achso, kommen Sie mal mit, ist auch noch ist etwas weiter weg. Aber müsste dort sein. Ja. Dann müssen wir gleich den ganzen Weg gleich wieder zurücklaufen. Ja, ich kann jetzt schon nicht mehr. Hey. Bin jetzt schon am Ende. Ach, hier ist doch was. Was ist denn das hier? Das hier. Was ist das? Sojabohnen. Sojabohnen, ja, man sieht so ein bisschen. Okay, ja, ich glaube, mit Sojabohnen könnte der Landhandel vielleicht was anfangen. Ich werde es mal klären kurz. Ich rufe mal gerade an. Ansonsten gäbe es auch noch Feld 60. Das ist etwas weiter runter, wie unsere Fahrzeuge stehen. Mhm, und was ist da drauf? Das kann ich Ihnen sofort sagen. Moment. Muss ich mal gerade ins Tablet oder so. Satellit sieht nach Sonne. Auch noch Sojabohnen. Auch Sojabohnen. Und okay. Sonst gäbe es noch Feld 69. Dorat ist Raps drauf. Und ist auch fertig? Ja, ist sogar in, die beiden letzten genannten Felder sind sogar noch in einem sehr frühen Erntestart. Reife. Reife. Okay. Raps hört sich eigentlich gut an. Ich werde mal gerade den Herrn Neumann anrufen. Einen Moment. Ja. Hallo, hier ist der Neumann. Herr Neumann. Sie, ich habe eine Frage. Was brauchen Sie denn mehr, Sonnenblumen oder Raps? Was ist denn besser? Ich bräuchte Raps eher. Raps? Na dann organisiere ich da was mit dem Stromberger. Okay, bis gleich. Tschüss. Okay. Bis gleich, tschüss. So, den habe ich gleich erreicht. Ja, An Raps hätte er Interesse. Dann wäre das Feld... Ups. Sie haben gerade nichts gesehen. Das Feld? Moment. Nee, egal. Es wäre das Feld 69. Kommen Sie mal zurück zu den Autos. Ich fahre dann da mal mit Ihnen hin. Ist etwas... Sagen Sie mir lieber erstmal den Preis, bevor ich mir das nochmal angucke. Achso, den... kann, achso, doch, der kostet normaler Preis, wenn wir den holen würden, ungefähr ca. 100.000. Okay, das passt. Aufgerundet jetzt. Das passt. Gut, dann gucken wir uns das ganz schnell an, bitte, und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mir das kaufen würde. Dann rennen wir wieder zurück. Ja. Könnte man darauf irgendwie eine Ermäßigung kriegen oder so? Au, scheiße, Baum im Weg. Aua. Oua. Gib mir Beule. Ach, da sind sie schon weitergelaufen. Ja, klar. Sagen sie doch. Gibt's dann darauf eine Ermäßigung? Ist da irgendwas möglich? Könnte ich mal schauen. Okay, das wäre nett. So. Uff. Ich muss kurz Pause machen. Ey.
Weil wir würden gerne dem Landhandel ein bisschen unter die Arme greifen, damit der sein Saatgut und so produzieren kann, wissen Sie? Ja. Weil sonst kommt er nicht hinterher. So. Gut, fahren Sie voraus, ich fahre Ihnen nach. Ja. Aber nicht so schnell, mein Traktor kann nur 53 oder so. Stromberger, was machen Sie denn? Ich bin gerade einmal eingeschlafen. Bitte vielleicht einmal Bescheid sagen, dass alle das wissen. Ich fahre schon mal ein bisschen weiter. Ich hasse das, wenn das Spiel abstürzt. So, bin wieder auf dem Anflug. Hier eigentlich einen Baumstamm auf der Straße. Wir hatten den verloren. Ich nicht. Ich bin auch nicht vor dem Baum gefahren. Sah nur so aus. War ein Bug. Weiß nicht, warten Sie mal, den muss ich mal gerade entfernen. Das geht ja mal gar nicht hier. Achtung! Langsam. Den kann man ein bisschen rüberschieben. Ich darf hier nämlich nichts machen. Hat's funktioniert? Ja, etwas. Was ist denn heute los? Dann fahre ich mal weiter vor. Ja. Ich folge Ihnen. Das ist aber ein ganz schönes Stück hier vom Landhandel. Rein theoretisch ist es eigentlich nebenan. Ach, nur die Straße ist so weit weg, oder wie? Ja, es ist so gesehen hinter dem Feld neben uns. Herr Stromberger, Ja? wenn ich Polizist wäre, hätten Sie schon zwei Strafzettel. Wieso? Weil Sie immer das Blinken vergessen. Der ist einmal abgewogen. Zweimal. Beim Rausfahren vorhin von der Seite auch. Mich zeigt keiner an. Na, das könnte man machen. Aber ich hoffe mal, Sie drücken bei mir auch irgendwann mal ein Auge zu. Vielleicht. Na, das freut mich. Das wird das Feld. Das hier. Ach, das ist ja. Ah, da haben sie aber Glück gehabt hier. Da ist ja noch 5 cm Platz. Okay. Stell mich gerade mal hier rein. Das sieht gut aus. Sie hätten auch auf der Straße stehen bleiben können. Die ist eine Sackgasse. Okay. Ja, der Boden sieht sehr gut aus. Okay. Gut, können Sie mal gerade durchrechnen, was das kosten würde? Herr Stromberger? Ja, Moment, ich rechne es da eben durch. Auch da hinten ist der Landhandel. Okay. Das sieht nämlich sehr gut aus. Da eine gute Größe. Ich gehe mal gerade ein bisschen gucken, ne? Wie war nochmal die Mehrwertsteuer, also das, was wir da drauf rechnen müssen? 20%. Muss ich mir mal meinen Taschenrechner rauskramen.
Ich mal gerade gucken, ob man da vielleicht. Vielleicht kann der Jürgen da eine neue Straße anlegen, dass man hier schneller durchkommt. Das wäre nämlich. Wär nämlich ideal. Dann müsste man nicht immer so weit fahren. Hier so eine Straße. Naja, gucken wir mal. Wäre praktisch. So, mal gucken, ob der Stromberger fertig ist mit Rechnen. Hallo? Sind Sie fertig? Also, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, müssten es 115.948,80 sein. Das könnte hinkommen. Und wie schaut's aus mit einem Rabatt? Würde ich Ihnen einen Rabatt von 10% geben. Also durch 100 mal 90. Das wären dann 104.353,92 €. Also, dann machen wir das so. Handschlag. Den, ja. Gut. Den Kaufvertrag können Sie gerne noch fertig machen. Ich würde Ihnen das Geld jetzt gleich einfach überweisen. Ja, ich. Oder machen Sie eine Rechnung fertig und dann schicke ich es Ihnen rüber. Dann machen wir das so. Gut. Dann schicke ich Ihnen die Rechnung zu. Die Adresse war nochmal. Welche Adresse? Ach, ans Forstamt, oder? Genau. Ja, okay. Jetzt muss ich nur noch gucken, was Ihre Provision ist. 104.400 hatten Sie gesagt. 104, dann kriegen Sie 7.800 noch. Okay. Ja. Tragen Sie es ins Grundbuch ein. Aber bitte auf den richtigen Hof. Oder soll das der Herr Rasex machen vom Grundbuchamt? Ja, der ist halt das Grundbuchamt, der kann das dann. Gut, dann rufe ich den mal an. Danke. Ja. Tschüss. Hallo? Ja, hallo? Ah, jetzt. Jürgen, ich habe ein Feld gekauft. Mit Raps. Ja. Der Landhandel will das. Voll gut. Mit Raps? Ja. Welches direkt, Feld? Direkt hinterm Landhandel. Hinterm? Da. Ich glaube, 69 hat der Stromberger gesagt. Oh, ja geil. Ja. Haben wir den Fahrzeug, haben wir den Bild schon, oder? Der Landhandel stellt die, das verhandle ich gleich mit dem Neumann. Aber du sollst das mal ins Grundbuchamt eintragen. Und dann muss ich denen noch die Mehrwertsteuer schicken. Wurde eingetragen. Kann nicht sein. Doch. Dann wurde es falsch eingetragen. Über? Ja, das ist, ich will es kaufen. Du? Ja. Warte, wo bist du? Perfekt, ja, dann machen wir das so. Ja, ich kläre jetzt mal mit dem Neumann noch wegen den Maschinen und dann schauen wir mal weiter. Jo, jetzt. Jo, vielen Dank. So, dann überweise ich dem nämlich gleich noch die ja, du. Soll ich mich mal um eine Wiese eventuell kümmern? Ja, das wäre auch gut. Aber ist halt die Frage, wenn wir das auch beim Landhandel wollen, dann müssen wir uns auch da in der Nähe gucken. Wenn wir das für den Landhandel wollen. Ich kann ja mal mit dem Harry reden. Er hat ja auf 18 und 19 momentan gepachtet. Und bringt die zum Landhandel. Wenn er die nicht mehr haben will, könnten wir uns die vielleicht holen. Oder die 68, die ist direkt neben der 69. Ja, das wäre auch eine Idee. Ist es die zwischen dem Feld und der Straße? Oder warte mal, ich habe eine andere Idee. Ich würde nämlich gern, was ist denn das für ein Feld neben dem Landhandel? Das große da? Östlich vom Landhandel, also rechts daneben. Ja, das riesige, das ist ein Weizenfeld 67. Da ist gerade Unkraut drauf, kann das sein? Ne, ist im Wachstum. Da wo euer Ding steht. Ja, Unkraut ist drauf.
Weil da würde ich gerne, wenn wir da eine Straße ziehen könnten, zum Landhandel runter, dann müsste man nicht immer außen rumfahren. Und dann können wir ja auf das Feld, dann könnten wir auf das Feld Ding drauf machen. Gras. Dann ziehen wir eine Straße runter zum Landhandel, dann sind wir instant da. Geht ruckzuck. An der Seite. Könnten ja. wir machen. Da ist sowieso schon so eine angefangene Straße. Da liegen gerade Baumstämme rum. Ja, könnten wir eigentlich machen. Dann, ich klär mal kurz. Würdest du das mit dem Stromberger nachher dann klären? Ja, jetzt will ich nur kurz mit dem Neumann. Der will gerade los. Ja, ja, kein Stress, weil ich bin mir einen Hund gerade am Kaufen. Jo, mach mal. Also, bis später. Tschüssi. Jo, tschüss. So, Herr Neumann, hallo. Hallo. So, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Okay, was ist erstmal die gute? Okay, die gute, ich habe ein Feld für Sie. Also ich habe ein Feld gekauft, das kann ich für Sie bearbeiten und Sie kriegen Raps. Okay. Und die schlechte? Ja, Sie müssten mir dafür ein bisschen was geben. Wie viel? Ich hätte einen Deal für Sie. Sie bezahlen mir nichts außer die Ernte pro 1000 Liter. Ja. Und ich dürfte Ihre Maschinen benutzen. Ja, das geht klar. Das geht klar, das freut mich. Gut. Ich würde einfach alles hierher liefern. Da ist im Moment Raps drauf. Wenn Sie nach der Ernte einen Wunsch haben, was Sie da neu drauf haben wollen, geben Sie mir einfach Bescheid. Mache ich das drauf, was Sie brauchen. Getreide, sage ich jetzt schon. Also Gerste, Weizen, Hafer. Genau. Okay, das kriegen wir hin, kein Ding. Gut, dann haben wir einen Deal. Freut mich. Gerne. Sie haben ja die Schlüssel. Ja, habe ich. Und in den Garagen steht das. Okay, super. Toll. Danke, bis dann. Tschüss. Tschüss. So, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Wir entwickeln uns langsam zu einem landwirtschaftlichen Unternehmen. Und schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Haut rein, macht's gut, bis morgen. Ciao.